ist nicht bei uns, nicht nur bei uns so, sondern wenn zwei kreative Menschen, vor allem Autoren, zusammensitzen, dann endet das immer damit, dass man sagt, wir machen mal was zusammen. Wir eben auch. Und bei uns ist einer der wenigen Fälle draus geworden, wo wir es dann auch gemacht haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht mehr, wo der Punkt erreicht war, wo ich sagte, wir machen mal was zusammen und dachte, ja, oh, wie man das immer so wie sagt. Man das immer so sagt. Und ist dann plötzlich ernst wurde. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nee, den Punkt kann ich auch nicht mehr daran erinnern. Es war auch nicht von vornherein klar, dass es jetzt ein interaktives Rätselprojekt sein würde, aber das hat ganz gut funktioniert. Ich könnte mir auch einen Roman vorstellen für die Zukunft. Das wäre sehr, sehr schön. Es ist ein sogenannter interaktiver oder auch Rätselroman. Das heißt, am Ende verschiedener Kapitel muss der Leser Rätselfragen beantworten, Rätsel lösen, um einen Verweis darauf zu bekommen, wo die Geschichte sich fortsetzt im Buch. Und ich glaube, der Unterschied zu vielen, wenn nicht den meisten, ist, dass wir auch einen sehr, sehr großen Textteil haben. Also eigentlich ist es ein richtiger Roman mit drei verschiedenen Enden, zu denen man sich durcharbeiten kann. Richtig. Und wenn man die Rätsel weglassen könnte, was nicht so einfach ist für den Leser, weil er ja erfahren muss, wo er weiterlesen muss, aber wenn wir sie weglassen würden, wäre es immer noch ein Buch, das, glaube ich, recht spannend wäre und dass man ein ganz normales Buch lesen könnte. Das war unsere Absicht, das war die Absicht des Verlags und das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich weiß gar nicht, für welches Lesealter Ars Edition das Buch vermarktet. Ich würde jetzt so aus der Hüfte sagen, ab 12. Das kann man so nicht sagen. Also wie es vermarktet ist und welche Leser es dann wirklich erreicht. Es gibt 10-Jährige, die lesen Hermann Hesse und es gibt 50-Jährige, die... Die lesen Gregs Tagebuch nicht. Ja, eben. Ja, kann man schlecht. Aber so ab 10, 12... Und die Rätsel sind schon zum Teil ein bisschen knifflig, aber auch da ist immer schwer einzuschätzen, wer da jetzt lange an welchem Rätsel knabbert und wer nicht. Das hängt ein kleines bisschen natürlich, wie üblich, vom Erfolg von Escape Park ab, würde ich sagen. Das Ende ist jetzt nicht so, dass alle tot sind oder alle Rätsel gelöst, sondern es ist durchaus möglich, eine Fortsetzung zu machen. Völlig neue Geschichte, aber die dem gleichen Muster eigentlich folgt und ich... Wenn Leute Spaß an einem Skatepark haben, würden die in Escape World wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Genau, wir müssten das natürlich alles noch ein bisschen größer aufziehen. Es würde dann zum Beispiel, das ist so unser Arbeitsspaßtitel, Escape World, könnte das Ganze so heißen. Und es wäre dann noch umfangreicher und noch schwieriger. Und ja, aber wer weiß, ob das passiert. Wenn ihr alle 10 Exemplare des Buches kauft, klappt es vielleicht.